ihres Buch, ihres neues Buch, wovon sie ein Kapitel gelesen haben. Das ist ganz nah an diesem Ersten Weltkrieg an, natürlich. Jetzt ist die 100-jährige. Ja, es ist ein Zufall und zugleich doch ein Zufall, denn ich glaube ja nicht daran, dass dieser Weltkrieg notwendig gewesen wäre. Er gehört in die Kategorie der großen Zufälle oder der großen Unglücksfälle. Es hätte alles auch genauso gut ganz anders gehen können. Aber ich ordne dieses Ereignis ein in einen ganz anderen Erzählrahmen, weil ich versuche zu erzählen, wie die Menschen seit der Renaissance in Europa den Versuch unternommen haben, sich von der Diktatur der genealogischen Beziehungen zu emanzipieren. Mit anderen Worten, wie immer mehr Menschen ohne Herkunft, in Anführungszeichen, nicht, versuchen, sich einen Platz in der Welt zu erobern. Auch wenn du nicht Sohn oder Tochter aus einer großen Familie bist. Ja. Mit anderen Worten, für mich ist die moderne Welt eine Welt, in die von einer Machtergreifung der Bastarde charakterisiert ist. Ja. Und was ich auch im Blick auf die Ereignisse des Ersten Weltkriegs, vor allem auch auf die russische Revolution darstellen möchte, ist dieser Aufstand, der aus der unaufhaltsamen Bewegung der Illegitimen kommt, die sich selber dann legitimieren. Ja. Und ich denke, damit kann man viele Aspekte der modernen Kultur besser beschreiben als mit dem bisherigen soziologischen Vokabular und auch besser als mit dem üblichen sozialpsychologischen Vokabular. Ich glaube, die Genealogie bzw. die Antigenealogie, ja, liefert andere Begriffe, andere Instrumente, um zu verstehen, was Menschen tun. Und ich habe gestern Abend in meinen Ausführungen auch versucht zu erklären, dass es darauf ankommt, zu begreifen, dass es auch so etwas wie bastardische Kollektive gibt. Ja, also künstliche Völker, die plötzlich aus dem Boden schießen. Ja, und ich habe drei Kategorien genannt, von denen eigentlich jede ein wenig überraschend ist, nicht? Ich nenne die Amerikaner eigentlich als eine Art von Kollektivbastard. Ich nenne das in Europa erfundene Kollektiv des Proletariats. Ja, sozusagen, die ja übrigens das bastardische Problem schon im Namen haben. Denn Proles heißt ja eigentlich nichts anderes als Nachkomme, ohne etwas anderes. Und das dritte große bastardische Kollektiv, das in sich selber am meisten zerklüftet ist, ist naturgemäß das Volk der modernen Künstler. Nicht, von denen eigentlich jeder am liebsten sein eigenes Volk gründen möchte oder zumindest seinen eigenen Fanclub, seine eigenen Sammler, sein eigenes Museum. Und das ist eine lange Entwicklung von Renaissance ab bis jetzt? Und in welchem Ich gehe sogar weiter. Ich sage, es beginnt eigentlich im europäischen Mittelalter, im Spätmittelalter. Nicht wahr? Was übrigens den Holländern in dieser Angelegenheit eine besondere Rolle gibt, denn die europäische Mystik hat ja gerade in Holland, in Flandern, in verschiedenen Plätzen des europäischen Nordwestens besonders tiefe Wurzeln geschlagen, nicht wahr? Und wir haben ja nicht zufällig hier Figuren wie Ruysbroeck und nicht übrigens auch ein Bastard war, ein illegitimer Sohn eines Domherrn aus Brüssel. Mit anderen Worten, die Holländer verstehen was von unehelichen Kindern. Nicht? Aber die Europäer haben sich das gerne erklären lassen und haben auch das wichtigste Kulturförderungsprogramm des zeitgenössischen Europa nach einem anderen Bastard, nach einem anderen unehelichen Kind benannt, Erasmus. Das ist das. Ja, aber die sind nur so mal im metaphorischen Sinn bastardisch. In meinem Leben war der Vater zwar legitim, aber er war meistens abwesend. Aber Erasmus von Rotterdam war der Sohn eines Priesters aus Gouda. Ja. Der
etwas getan hat, was Priester in jener Zeit üblicherweise nicht getan haben. Er hat sich einfach zu seinem unehelichen Sohn bekannt und hat ihm die beste Ausbildung vermittelt, die seine Epoche damals zu geben hatte. Und der Sohn dankte es seinem Vater wie auch der ganzen europäischen Kultur mit einer grandiosen Karriere und mit der Erfindung eines spezifisch bastardischen Humors. Nicht? Denn das Lob der Torheit, bis zu Recht bis heute sein bekanntestes Buch, ist insgeheim auch ein autobiografisches Bekenntnis des Verfassers. Denn die Torheit selber sagt, sie sei eine uneheliche Tochter aus einer merkwürdigen Verbindung von Göttern gewesen. Nicht? Und da legt der Verfasser auch seine bastardischen Karten, nicht ganz offen, aber für den Wissenden deutlich genug auf den Tisch. Aber es ist auch ein Teil dieser Idee von dem Abstand der Bastarde, Ortega y Gasset und so weiter. Ein Teil von einem großes Gebäude von Ihnen. Sie haben auch ein Buch geschrieben, oder ein Essay, Zorn und Zeit. Ja. Ja. Ich bin erstaunt, dass dieses Buch 10 Jahre im Schrank gestanden hat. Es liefert eigentlich alle Begriffe, die notwendig sind, um die zeitgenössische Krise in der Wirtschaftswelt, aber auch im Sozialen zu begreifen. Jetzt kommt es plötzlich wieder heraus. Ja. Vor allem in Frankreich, wo eine große Verwirrung herrscht und wo dieser Antagonismus von Zorn und Ohnmacht besonders heftig ist. Ja. Und meine Diagnose, dass wir heute keine überzeugenden Zornsammelstellen mehr ausbilden können, mit anderen keine überzeugenden politischen Parteien, bewahrheitet sich heute auf sehr breiter Front. Die Unzufriedenheit der Menschen findet keine adäquate politische Artikulation. Und deswegen vagabundieren heute die Wähler zwischen verschiedenen Oppositionen. Und in keiner fühlen sie sich ganz ausgedrückt. Das sind eigentlich Erklärungsmodelle, die Zorn, die eine Kraft in europäischer Proles die Unterdrückung davon, von der herrschenden Regierung, die Politik. Und die Aufstand der Bastarde, das sind verschiedene Erklärungsmodelle. Haben eine gewisse Verwandtschaft. Und zwar darin, dass sie beide mit der Kraft des Ressentiments arbeiten. Nicht wahr? Und das Ressentiment ist eine sehr ambivalente Energieart. Nicht wahr? Der Zorn, würde ich sagen, gehört unter die erneuerbaren Energien. Nicht? Denn wenn die Verhältnisse schlecht genug sind, ist der Zorn eine erneuerbare Energie, auf die man sich verlassen kann, fast wie auf die Sonnenenergie. Das Ressentiment ist gefährlicher, weil gleicht eher einer fossilen Energie. Das ist so eine alte, unterirdische, schwarze, ölige Masse, halb Kohle, halb Petroleum, nicht wahr? Und sie erzeugt viel Gift, wenn sie verbrannt wird. Und dürfen Sie diese Kraft erschreiben wie revolutionäre Kraft? Ich frage das mit einer bestimmten Rede. Sie haben irgendwo gesagt, in einem VPRO-Programm ist das hier in Holland ausgesucht. 2010, die Menschen gingen in der Regel eher konservativ, aber sie sind ausgesetzt zu einer permanenten Revolution, die von einer kleinen Gruppe von führende Ökonomen, Banken, Produktentwickler und Designer, die unser tägliches Leben radikal und dauerhaft verändern wollen, geführt werden, ausgesetzt sind. Die Führer von der Revolution sind die Banker, die Ökonomen, die Produktentwickler und Designer. So habe ich das. Ja, in erster Linie sind es eigentlich die Produktentwickler. Also diejenigen, die wirklich die Innovation antreiben. Nicht? Und gegenüber dieser Gruppe von Personen sind die normalen Menschen zu langsam, zu träge. Sie leben alle in der Vergangenheit. Die Produkte sind schon in der Zukunft.
Das ist eine Reibung, mit der wir es im Laufe des 21. Jahrhunderts, glaube ich, ständig zu tun haben werden. Dass die Menschen zu langsam sind und zu schwer für diese neuen, leichten, eleganten, schnellen Produkte. Und wir werden so etwas wie eine Art generalisierte Adipositas beobachten. Selbst der dünne Mensch ist im Verhältnis zum schlanken Produkt immer noch zu dick. Und der Mensch insgesamt wird sich als zu dick erweisen, weil die Produkte so slim und so fast und so smart werden und den Menschen von allen Seiten her überholen. Insofern wird das 21. Jahrhundert wahrscheinlich eher ein konservatives Jahrhundert sein, nicht? Weil der menschliche Konservatismus das Haupt... Ich meine dieses Jahrhundert. Ja, das ist unseres, ja. Der menschliche Konservatismus lässt sich einfach auf Dauer nicht mehr leugnen, nicht? Also das 20. Jahrhundert war ein Jahrhundert, wie auch das 19., wo Menschen versucht haben, sich selber mit der Progressivität zu identifizieren, ja? Also nicht nur Fortschritt erleben, sondern Fortschritt sein. Das war eigentlich der Mensch des 20. Jahrhunderts. Wird selber revolutionär, wird selber progressiv, selber liberal. Ich glaube, im 21. Jahrhundert werden alle Menschen konservativ sein. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass wirklich progressiv nur noch die Apparate und die Algorithmen sein werden. Und der Mensch wird als eine alte, schwerfällige Biomasse dahinter herkommen, als eine ewige Arriergarde der Entwicklung. Gut, aber was mich fasziniert an dieser Aussage ist, dass die Banker auch in dieser Aussage revolutionäre Führer sind der Gesellschaft. Sie sind Revolutionsführer insofern, als sie den Gewalt ausübenden Klassen Mittel zur Verfügung stellen, Produkte zu entwickeln, die nur durch Krieg oder andere gewaltsame Konsumptionen verbrannt werden können. Aber das ist nicht neu. Im 16. Jahrhundert hat Philipp II. Von Spanien auch schon bei deutschen Bankhäusern Kredite aufgenommen, große Kredite, und die Kreditgeber haben ihn zum Krieg gedrängt. Ja, denn sie dachten schon an den nächsten Krieg. Der nächste Krieg ist nur möglich, wenn dieser hier zur vollständigen Zerstörung oder Konsumption des Materials und des Kredits geführt hat, sodass wieder ein neuer Schub von Material und Kredit benötigt wird. Und letztendlich hat England Spanien erschlagen können, mit ein bisschen Glück natürlich, aber auch durch dass sie mehr Geld bekommen konnten, durch dass sie letztendlich auch das Spiel genau gegen Frankreich, dass sie ein besseres Bankensystem haben. Das war der einzige Punkt, in dem Napoleon nicht auf der Höhe der Zeit war. Ja, er hat nicht begriffen, dass die Generale Wellington, Blücher und andere nicht seine größten Gegner waren, sondern die großen Bankhäuser seiner Zeit. Nicht wahr? Und ein Rothschild gegen sich zu haben, ist viel gefährlicher, als gegen Wellington, das Armee zu fechten. Und das ist das Ergebnis der Französischen Revolution gewesen, nicht? Frankreich ist in die Position eines Schurkenstaates zurückgefallen, nicht wahr? Das darf man nicht vergessen, als der erste europäische Schurkenstaat, überhaupt der erste Schurkenstaat der Weltgeschichte, in der neueren Weltgeschichte, war Frankreich ab 1815, nicht? Und auch die Restauration mit Ludwig dem 18. und Karl dem 10. bis 1830 gedauert hat, konnte an diesem Status nicht wirklich etwas ändern. Nicht? Es dauerte eine ganze Weile, bis Frankreich wieder auf die Beine kam und seine Reputation zurückerobert hat. Nicht? Und ein wenig von diesem sulfurischen
Charakter hat die Nation ja bis heute behalten. Und ich glaube, was man heute erlebt, diese kollektive Depression in Frankreich, dieses, sind alles immer noch sozialpsychologische Spuren seiner damaligen Rockstate-Anomalie. Und dieser Schurkenstaat, wie verhält sich das zum Anfang des Ersten Weltkriegs? Naja, ja gut, ich meine, wir haben damals, ganz Europa war damals ein Ensemble von sehr seriösen Imperien, die im Kern alle Schurkenstaaten waren. Ja. Und mit dem Vertrag von Versailles wurde ja dann offiziell erklärt, es gab nur einen echten Schurkenstaat, das waren die Deutschen, weißt du, nicht wahr? Und wenn du den Krieg verlierst, dann wirst du offiziell der Schurke vom Dienst. Und diese Rolle haben die Deutschen leider nur zu gut gespielt. Die wurden dann so schurkisch, dass ich sagte, wenn ihr uns schon als Rockstate auserwählt habt, dann zeigen wir euch erst recht, was ein ganz großer Schurkenstaat ist. Und das hat man dann in den Jahren 1933 bis 1945 erlebt. Und dann kommt dieser große, merkwürdige sozialpsychologische Wandel, der dazu führt, dass die Deutschen zu den Musterschülern der europäischen Demokratie transformiert worden sind, sich selbst verwandelt haben. Und heute zum Erstaunen aller eine ganz neue nationale Identität ausgebildet haben. Das zwingt alle Sozialpsychologen, ihre Begriffe zu ändern. Die Völkerpsychologie funktioniert nicht. Offenbar kann ein Volk innerhalb von 10, von 20 Jahren seinen Charakter ändern. Nicht? Und dann muss man als Wissenschaftler auch noch mal neu nachdenken, wie so etwas möglich ist. Ja, und diese Idee Zorn und Zeit, diese Zornunterdrückung, die ganz wichtig ist, das fand ich faszinierend, was ich daar gezeigt habe. Dass diese ganze Geschichte von 20. Jahrhundert eine Geschichte von Zornmanagement ist. Und man kann sehen, dass das 21. Jahrhundert mit denselben Themen begonnen hat, vor allem für Nordafrika. Denn die nordafrikanischen oder arabischen Rebellionen spielen sich alle auch genau auf diesem Register ab. Ja, das ist dieselbe sozialpsychologische Dramaturgie. Es sammelt sich in den populären Schichten dieser Nationen ein solches Kapital an Unzufriedenheit, an Protest, eben an echtem Zorn, der nicht nur den Charakter eines alten oder verfestigten Ressentiments hat, sondern einer echten politischen Produktivkraft. Das hat man in diesen Ländern gesehen. Nicht? Und diese Art von Kämpfen kennen wir seit dem 19. Jahrhundert sehr gut. Nicht? Und wissen allerdings auch, dass die Geschichte, die wirkliche Geschichte, auch eine Sphäre ist der Trägheit, also der Langsamkeit. Ja. Und auf dem Gebiet der Geschichte kann man sich von einem überzeugen, was Jakobiner nie begreifen, nämlich dass der dritte Newtonsche Hauptsatz, Actio est reactio, ja. Auch auf dem Gebiet der Politik, auch auf dem Gebiet der sozialen Bewegungen gilt. Ja. Die jakobinische Physik möchte ja eigentlich immer gerne die Aktion verabsolutieren und die Reaktion verbieten. Aber so eine Physik gibt es nicht. Ja. Newtons Gesetz, dass Kräfte immer paarweise auftreten, gilt merkwürdigerweise auch in der moralischen Welt oder auch in der politischen Welt. Und was wir heute erleben, ist sozusagen die Rache der Reaktion an der Aktion. Und das wiederum formatiert die nächste Aktion. Und die Geschichte ist offen. Was ich gestern ganz faszinierend fand, war diese Analogie, dieses analogische Denken, was Sie beschrieben haben von Lenin. Diese Analogie von de französische Revolution und Thermidor, seine eigene Revolution, der vor sich sah. Sie müssen sich mal vorstellen, Lenin saß von 1900,
3 oder was, nicht? Also, bis 1917 frustriert als Emigrant irgendwo in Westeuropa, war teilweise in München und war viel in Zürich. Und sitzt in die ganze Zeit in Westeuropa und vertreibt seine Zeit damit, dass er entweder die Schriften von Marx liest oder von Hegel oder dass er die Geschichte der Französischen Revolution studiert, überhaupt die Revolutionen. Also was bisher so an größeren, erfolgreichen Umsturzbewegungen sich vollzogen hat. Und da ist es ganz natürlich, dass er, ohne es zu bemerken, selber so etwas wie eine Ausbildung zum politischen Dramaturgen durchlaufen hat. Ja. Er war ein dramaturgischer Autodidakt als Politiker und hat die Französische Revolution als ein Drama in 3 oder 5 Akten begriffen. Ja. Die Revolution vom 14. Juli war für ihn nur eine lächerliche Episode. Alle Radikalen haben die Revolution von 89 ridikulisiert. Das war ja nur die Bourgeoisie, das waren ja nur die reichen Leute. Aber wo ist denn das Volk? Ja, wir wollen ja das Volk als Subjekt der Revolution haben und nicht nur eine neue herrschende Klasse. Und sie haben sich immer gewehrt gegen die neue Rhetorik der bürgerlichen Vorsprecher, die gesagt haben, wir sind das Volk. Ja, der dritte Stand hat damals gesagt, wir sind das Volk. Und die Radikalen, die Jakobiner, haben gesagt, nein, das Volk ist der bisher noch gar nicht identifizierte vierte Stand, nicht der dritte. Also man muss in der Politik nicht bis 3, sondern bis 4 zählen. Das ist die eigentliche Lektion der radikalen Linken im späten 18. und ganzen 19. Jahrhundert. Ja? Also die Leute, die bis 4 zählen können, müssen über die bürgerliche Revolution hinausgehen. Und das gibt es, diese Fixierung, die Lenin vorgegeben hat, die Fixierung auf das Datum 1793. Denn da nimmt innerhalb der Französischen Revolution die populistische, jakobinisch-populistische Partei die Macht in ihre Hand und übt die Herrschaft der Tugend aus. Und die Tugend ist, wie man weiß, ein sehr scharfes Instrument, ja, mit einer schrägen Klinge, ja, und schneidet untugendhafte Köpfe innerhalb von einer Zehntelsekunde ab. Man hat in Frankreich, wenn richtig gezählt wird, 17.000 Enthauptungen mit Hilfe der berühmten Maschine durchgeführt. Und Lenin hat verstanden, das reicht nicht. Weil es kam doch ein Thermidor. Also müssen die Jakobiner, also die Herren des Terrors, etwas falsch gemacht haben. Und Lenins Konsequenz war ungeheuerlich. Er sagt, die waren nicht radikal genug. Die waren halbherzig. Ja. Sie haben nur einen Bruchteil der Köpfe abgeschlagen, die eigentlich hätten abgeschlagen werden müssen. Das ist, also er war kaltblütig genug, den nächsten Schritt zu tun. Und alles, was folgt, die ganze Geschichte der späteren Sowjetunion, geht aus diesem Axiom hervor. Es wird keinen Thermidor geben. Ja. Wir wissen inzwischen, dass er nur halb recht hatte. Zu seinen Lebzeiten gab es keinen, zu Stalins Lebzeiten gab es keinen. Aber die Sache ließ sich natürlich auf Dauer nicht halten. Und mit Khrushchev und all dem, was dann folgte, war auch der sowjetische Thermidor auf der historischen Tagesordnung und musste erfolgen. Und das sind Beobachtungen, die wir jetzt aus historischem Abstand relativ leicht treffen können. Vorausgesetzt, wir machen uns diese szenografische Sehweise zu eigen, mit der wir die russische Revolution als ein Wiederholungsspiel betrachten. Ja? Mit anderen Worten, die russische Revolution war der Versuch, die französische Revolution noch einmal zu inszenieren. Und zwar von 93 aus. Ja? Aber
dauert so lange. Ja. Ja. Und der großartige Film, den wir gesehen haben, nicht von Esther Schupp aus dem Jahr 1927, zeigt, dass sie noch eine Perspektive auf diese Ereignisse hatte, die nicht im Oktober kulminiert, sondern in der Februarrevolution. Das ist ein zureichender Grund dafür, dass sie später keine Arbeit mehr bekam. Nicht? Denn die Kulturpolitiker, die unter Stalin tätig waren, haben gemerkt, dass sie ja eine Frau des Februars war. Ja? Und dass sie die Legitimität der ersten Revolution, der Februarrevolution, anerkannt hat. Ja? Aber wenn sie das tut, dann ist der Oktober illegitim. Und das ist schon ein Berufsverbot wert. Klar ist, dass Sie ein starker Kritiker sind von diesem Art von Marxismus, von Lenin und Stalin. Aber es gibt doch eine Analogie zwischen diesem Marxismus, Aufstand der Massen, und Klassenkampf. Und das Idee von die Aufstand der Bastaren, oder jedenfalls das Ressentiment und die Entwicklung, die ganze Idee von Genial. Ja, aber der Aufstand der Bastarde, von dem ich spreche, ist ein kulturrevolutionärer Vorgang. Das heißt, er spielt sich im symbolischen Bereich ab. Er arbeitet mit den Mitteln der kulturellen, der symbolischen Subversion. Und er dringt im Laufe des 20. Jahrhunderts in die Gesetzgebung ein und führt dazu, dass die Differenz zwischen ehelichen und unehelichen Kindern nivelliert wird. Ja. Im Grunde um das, worauf in den letzten 1000 Jahren die symbolische Ordnung des alten Europa beruht hatte. Nicht? Die Differenz zwischen Legitimität und Illegitimität. Die Berechtigung zu erben und die Situation der Benachteiligung in erbrechtlicher Perspektive. Nicht? Das war der Kern der symbolischen Ordnung in Europa. Das ist das 20. Jahrhundert, hat in den meisten Ländern des Westens der Abschaffung der Diskriminierung der Unehelichen geführt. Und die sozialen Verwandlungen haben dazu geführt, dass wir sowieso die Familienstruktur zutiefst verändert haben. Die Tendenz zur sogenannten monoparentalen Familie ist allgegenwärtig. Die Tendenz zum unehelichen Kind ist auch sehr stark. Übrigens sagen Soziologen, für die Stadt Wien im Jahr 1900, dass jedes zweite Kind unehelich geboren worden sind. Jedes zweite Kind unehelich geboren, 1900. Das ist das Jahr, in dem die Traumdeutung von Freud erscheint, nicht? Und wo Freud diese seltsame These vorgebracht hat, die Sexualität wäre unterdrückt worden. Nicht? Was natürlich schon ohne einen gewissen Humor gar nicht rezipiert werden kann. Spricht eher dafür, dass Freud eben nur mit einer ganz kleinen Selektion von österreichischen Menschen im 9. Bezirk und im 1. Bezirk oder so in Berührung war, wo man vielleicht wirklich das Gefühl haben könnte, die Sexualität dürfte ruhig ein wenig freier sein. Nicht so? Aber wenn er so in die Vorstadt gegangen wäre, jedes zweite Kind in Wien ist unehelich geboren im Jahr 1900. Und gerade dann zu behaupten, die Sexualität würde allgemein unterdrückt. Dazu braucht man schon eine gewisse theoretische Kaltblütigkeit. Nicht? aber diese theoretische Kaltblütigkeit lieben Sie auch. Dieses Volk, dieses Proletariat, das nicht diese sexuelle Inhibitionen hat, die Freud überall gesehen hat. Das ist zu gleicher Zeit ein ziemlich konservative Masse. Ja, Lenin hat deswegen ja auch das real existierende die real existierenden Massen niemals mit dem
Proletariat, als Avantgarde der Arbeiterbewegung gleichgesetzt, sondern er hat die nur als Ausgangsmaterial für revolutionäre Reedukation in Betracht gezogen. Ne? Und dafür hatte man ja dann diese Lager. Ne? Denn das ist der Ort der revolutionären Reedukation. Ne? Und das Wort Arbeiterklasse, ich habe das gestern angedeutet, hat in der Sowjetunion einen fatalen, parodistischen Ton angenommen. Ja? Weil die Arbeiterklasse existiert ja zweimal. Einmal in den Lagern und einmal in den Fabriken. Nicht? Und die einen parodieren die anderen. Nicht? Also das ist ein, ja? Und, aber beide geben dem Wort wieder einen sklavischen Klang, was eigentlich zu den großen Paradoxien des 20. Jahrhunderts gehört. Nicht? Das ausgerechnet dort, wo das Proletariat zum Helden der Geschichte gemacht werden sollte, faktisch eine neue Sklavenökonomie entstanden ist. Ich habe gestern und vorgestern einen Zeitungsbericht aus der Badener Zeitung gelesen. Sie sollte eine Vorlesung geben Anfang Januar. Ach so. Sie konnte nicht kommen. Ja. Sie hat eine Verabredung gehabt mit der Bundespräsident Deutschlands. Ja, zu dem konnte ich auch nicht gehen, weil mir meine Zähne rausgefallen sind. Das war also ein schwarzer Tag in meinem Leben. Also wirklich ein schwarzer Freitag, privatissime. Aber das war kein Unglück. Mein Assistent hat den Vortrag vorgelesen und wurde mit großem Interesse angehört. Dort habe ich versucht, diesen Gang ins Bodenlose, von dem ich heute hier in Rotterdam einen anderen Abschnitt berichtet habe, in einem späteren Stadium zu beschreiben. Nämlich ich beschreibe die Auflösung des Systems von Bretton Woods in diesem Vortrag. Das war eine Konferenz von Wirtschaftswissenschaftlern. Und ich sage, der 15. August 1971 ist ein welthistorisches Datum, auch wenn wir ihn, wenn wir diesen Tag normalerweise nicht in unserem Kalender haben. Denn an diesem Tag hat Präsident Nixon offiziell verkündet, dass die Goldparität des Dollars definitiv aufgehoben ist. Und das Datum ist gut gewählt, beziehungsweise die Geschichte ist eine zuverlässig ironische Dramaturgin. Nicht? Denn an dem Tag, an dem die katholische Kirche die Aufnahme Marias in den Himmel feiert, nicht? Der 15. August, ja, ist der Tag, an dem die Höllenfahrt des postmodernen Geldes beginnt. Und die ist nicht vorbei. Nicht? Und der Dollar kostete damals durch die Garantie, die amerikanische Regierung gegeben hatte, 35 Dollar die Feinunze. Oder man muss alles so formulieren. Eine Unze Feingold, 35 Dollar. Wissen Sie den Dollarpreis von heute? Schon nachgeschaut? Heute Morgen? Ja, ein bisschen. 1.300 Dollar. Ja, nicht? Also das diese, war den, die brauchen wir. Brauchen. Das war ja, und das war und das Gold ist jetzt billig, nicht? Dann vor zwei Jahren war es bei 1.900. Ja. 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 Aber diese Zahlen genügen, um Ihnen zu sagen, wo wir sind, ja, nämlich auf einer ganz, ganz schiefen Ebene. Ja. Und die heutigen Realitätsdesigner sind die, die sagen, nichts ist so glatt wie eine schiefe Ebene, ja, oder, und auch Holland, was bekanntlich ein flaches Land ist, nicht wahr, lebt auf der schiefen Ebene nicht schlecht. Ja. Und das ist die Situation, die ich versuche in meinem Buch zu beschreiben. Die Modernen heute und die Postmodernen sind die sozusagen dieses Runterrutschen auf einer entropischen Bewegung, nicht, versuchen als die Normalität zu definieren. Und damit bin ich bei meinem Thema. Nicht? Also die Destabilisierung als Stabilität selbst zu beschreiben. Und das hat wieder mit der bastardischen Revolution zu gehen. Denn auch das Geld ist
eine ist die bastardisierende Energie in der Welt, die par excellence wirksam geworden ist. Ich habe noch eine kurze Frage. Sie müssen nach Amsterdam. Ja, ich sollte schon dort sein. eine kurze. Es gibt in Deutschland so ein schönes Wort für Responsibility to Protect, Schutzverantwortlichkeit. Sie haben nicht mit dem Bundespräsident geredet, aber was er had gereden, gestern glaube ich, 1 februari, had hij gereden over schutzverantwortlichkeit. Wie Deutschland damit umgehen sollte. Was had sie ihm gesagt, wenn sie ihn getroffen hat? Das weiß ich nicht. An dem Abend hätten wir mit Sicherheit nicht darüber geredet, denn das war keine politische Veranstaltung, sondern das war ein Fest für einen großen deutschen Verleger, der in den Ruhestand trat, und da waren 200 Kollegen da, und man hätte über Gott und die Welt und über die Kandidaten für den Nobelpreis gesprochen oder so etwas. Und die deutsche Verantwortung für die Sicherheit der Welt, das ist ein anderes Thema. Und das ist zu groß, um es heute noch anzugehen. Okay, es war natürlich viel zu kurz, aber sehr vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. Das war mir ein großes Vergnügen.